Salvete Discipuli. Hier ist Juno und heute werde ich euch die Temporalsätze, die mit cum eingeleitet werden, in ihrer Gesamtheit kurz vorstellen und dann einige Trainingssätze zur Übung und Unterscheidung durchgehen. Als Vorwissen solltet ihr bereits wissen, was temporale Nebensätze sind und wann sie gebraucht werden. Zudem sollten euch die verschiedenen Arten der temporalen Cum-Sätze, also das Cum-Relativum plus Indikativ, das Cum-Iterativum plus Indikativ und das Cum-Identicum plus Indikativ schon bekannt sein. Da das Cum in allen drei Fällen unterschiedlich übersetzt wird, ist es sehr wichtig, dieses unterscheiden zu können. Zuerst werde ich euch im Folgenden noch einmal die verschiedenen Formen des temporalen Cum-Satzes vorstellen. In Punkt 2 gehe ich dann auf die Besonderheiten und unterschiedlichen Übersetzungen ein. Dann folgt das eigentliche Training mit temporalen Cum-Sätzen in allen drei Varianten. Hierbei soll geschult werden, zu erkennen, um welches Cum es sich handelt und welche Übersetzung anzuwenden ist. Am Ende folgt eine kurze Zusammenfassung. Bei den temporalen Nebensätzen, die mit cum eingeleitet werden und mit dem Indikativ stehen, gibt es drei verschiedene Varianten. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com